Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelalter Spiel. Ich weiß immer noch den Namen nicht. Also nebenbei, ich bin im Discord mit Antonio. Falls immer noch Hintergrundgeräusche hören. Aufgabe jetzt auf dem Jahr. Ganz wo ist das jetzt? Den Raum. Sag ich, schiefer Diamant jetzt. Weiß Diamant. Nee, habe ich nicht mehr. Aber ich hatte es jetzt neu vielleicht noch. Alle Wochen. Ich glaube da hoch. Also ich muss hier rechts hoch laufen. Hier bin ich. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. Aber Herr, vielleicht kann ich mir eins leihen. Oh, gewiss. Wieso nimmst du nicht meines? Oder du läufst nebenher, wie es sich für einen Bauern geziemt. Mach's gut. Muss ja nicht hinterherlaufen, unfassbar. Kurz noch. Waffen ausgerüstet. Oh, weiß man nicht. Schmied.
Da was ich vor. Naja. Hör zu, Schmied. Wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr. Hanusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel, vornehm. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur, als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr. Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch vexiert. Warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt. Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Naja. Lass uns über etwas anderes sprechen. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit? Einen Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen, ist nicht jagen. Sieh zu und lern. Ich werde mein Bestes geben. Ich möchte auf 10 zu 1 Kompaditen uns angreifen. 10 zu 1. Wieso bin ich schneller als das Pferd? Weiß ich nicht. Ich wollte dich etwas über Scarlets fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig, Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr. Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Was? Soll ich mir von dir einen antiken Schrott nehmen? Ja. Ja, kannst du. In der Kiste meiner Shopboxen liegt einen, glaube ich. Oder in der Kiste. Ja, ich hab schon einen. Ach, ich will Shot kaum wieder mal was farmen gehen. Ah, ja, alles gut. Er kommt so gleich online. In. Naja, 20 Minuten. Weiß ich. Hol mir Wein und Speck aus der Satteltasche. Wein und Speck aus der Sattel.
Schon dabei, Herr. Na, endlich! Nein. Was? Ja. Ja, hast du. Ich kann einfach mir vielleicht etwas sagen, wie das die machen. Um Himmels Willen! Dein Herr befiehlt dir, Weihnachtsspeck zu holen und du lässt ihn warten? Für wen zum Teufel hältst du dich? Nein, ich bin in meiner Aufnahme. Bitte schön, Herr. Ich nehme gerade auf, falls du nicht dabei sein willst. Bitte schön, Herr. Na, endlich! Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratei rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Wie kommt es, dass Hanusch sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanusch sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkind, Bübchen. Hanusch verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanusch zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken. Doch jetzt ist deine Zunge gelockt. Also, erzähl mir von Skalis. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen.
Es ist nicht so einfach, darüber zu sprechen, Herr. Meine Eltern wurden vor meinen Augen ermordet. Konntet ihr denn gar nichts tun? Ich meine, errichtete Rat sich denn keine Verteidigung? Sie haben uns kalt erwischt. Es blieb keine Zeit für irgendetwas. Ich wollte sie retten, aber es war zu spät. In Ordnung. Ich habe bloß gefragt. Verzeihung, Herr, ich wollte nicht. Schon gut, Heinrich. Beachte mich nicht. Manchmal mache ich den Mund auf, ohne zu denken. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja, Herr. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Herr? Nicht jetzt, Schmied. Spar dir das für morgen auf. Lebe wohl. Herr? Nicht jetzt, Schmied. Spar dir das für morgen auf. Lebe wohl. Oh. Keine Ahnung, wie lange das dauert.
Herr? Aufwachen! Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel! Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht. Lebe wohl. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Ach, wirklich? Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Vielleicht war ich voreilig, Herr. Zu spät, Dunkschieber. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Ich war ein Bogen dabei. Das ist die andere Frage.
gute Phase, wo ich Ja. Ist auch noch eine Ballade noch. Was? Gott. Ich habe guck mal in meine Kiste, meine Erzkiste, 1000 auf meinem Plot.
Da habe ich nur einfach Gold. Weiß ich nicht, wie viel. Guck mal. CB2 auf meinem Plot 1000. Am Garten die zwei Kisten. Unter ich viele Eimer. Da hoppe ich die Goldhoheide. Muss nur noch schmelzen, glaube ich. Glaube ich richtig? Ne, glaube ich falsch. Ich könnte einen Happen vertragen. Da kannst du den Goldblock, das Goldhaus nehmen, falls da ist, falls noch Gold ist. Ja. Wir können gleich farmen gehen wieder. Gold farmen. Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Zeig her. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht einen Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges Wild jagen. Aber das war's für diese Folge. Lasst uns doch gerne Daumen nach oben da und abonnieren. Abonnieren. Ah ja. Tschüss. Und den hier nicht vergessen. Tschüss.